Die Schere, die Eisenhauke. Einmal nehme ich mal mit. Fackeln kann ich auch alle machen. Nehmen wir vielleicht noch ein bisschen Kohle mit und ein bisschen Holz. So, und dann schauen wir unter Tage. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir zuletzt rein sind. Obwohl, doch, das müsste schon sein, oder? Also ich mag das Kupfer nicht mitnehmen, weil es so viel ist. Okay, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Bisschen besser ausleuchten hier. Unten. Und hoffentlich nicht sterben. Und am besten weit nach unten, um möglichst auch auf Redstone zu kommen. Ja, sehr schön. Nicht. Ich könnte mich auch so nach unten buddeln, aber irgendwie ist es dann langweilig. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich die Stelle finde, wo ich beim letzten Mal runter bin. Da, wo die riesige Höhle war, also für 1.18 Verhältnisse relativ kleine Höhle. Im Verhältnis zuvor 1.18 riesige Höhle. Eisen. Passt. Ich werde jetzt schon nicht mehr rausfinden. Oh, die Kohle ist auch nicht weniger geworden. Die ist immer genau noch so viel wie damals. So unglaublich viel. Obwohl Kohle halt eigentlich nur am Anfang richtig wertvoll ist. Mittlerweile kann man sich ja Brennstoffe aus allem Möglichen machen. Bambus oder Lavaeimer oder irgendwelche anderen Holzsachen. Kann man alles einschieren. Und wieder Sackgasse. Okay. Ich habe das Gefühl, das war nicht diese Höhle, wo ich reingegangen bin. Ich habe eine Spinne gehört. Okay, da war ich vorhin schon. Da geht's ja ab oben.
falsch hier. Finde den Ausgang. Ich werde ihn nicht finden, da ist er. Da ist so Feuchchen was in die Luft geflogen, oder habe ich mich da verhört? Ein Bogenschütze war da irgendwo. Hm. Du lebst da am Limit, Junge. Trottel. Oh. Ah, okay, da ist... Was? Zwei Eisengolems sind draufgegangen. Naja, egal. Die spawnen ja noch. Au. Burn. Hahaha. Höhle. Hm. Höhle? Nee. Ein Schweinchen. Oh, oh, Höhle. Sehr schön. Kommst denn du auf einmal her? Ja, hast es dir da hinten sehr gemütlich gemacht, Schweinchen. Hatte ich gesagt, das ist eine Höhle? Ja, ich nehme alles zurück. Sonst hat man doch immer eine riesige Höhle unter seinem Haus. Nächstes Höhlchen, bitte. Da war ich gerade drin. Nur von der anderen Seite. Schaut es auch hell aus, da war ich dann auch schon. Ja. Hier aus. Oh. Ist das... Ich sehe es nicht genau, das schaut aus nach einer Struktur. Wird das Ding eigentlich bewacht? Unter Wasser sehe ich ja gar nichts mehr. Ah, doch, jetzt. Ah, I see.
Hast du irgendwo eine Kiste? Ah, da ist die Kiste. Auftauchen, auftauchen. Luft! Hallo, aufmachen, aufmachen. Ja, leck halt umeinander. Auftauchen, auftauchen. Oh, okay. Hat sich jetzt nicht sehr gelohnt, aber zumindest weiß ich, dass man die Dinger looten kann. Ein kleines Hüllchen, ja, nein, vielleicht. Nehmen wir mal das, die Kohle hier mit. Fast hätte mich der Kies erschlagen. Glück gehabt. Ach nee, oder? Jetzt ist das so eine doofe Unterwasserhöhle. Da habe ich ja gar keine Lust drauf ohne Wasseratmung. Ja, okay. Das hat so keinen Sinn. Gleiche Höhle wieder. Ach ja, ach ja. Kohle. Ich hoffe, dass ich mich auf meiner Insel nicht verlaufe. Und normalerweise ist da auch vorne das Dorf. Ja, doch Dorf. Wieder so ein dummer. Ah, I see. Ihr könnt schön weiter planschen, ich brauche euch nicht. Ich hoffe, dass die nicht irgendwann bei uns in der Nähe vom Dorf spawnen. Da wären die sehr, sehr unnötig. So, was haben wir hier? Keine Höhle. Kleines Hüllchen. Oh, mit Einwohnern. Ja, genau. Aua, jetzt hör aber mal auf hier.